denn die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Die Bürger scheinen Ihnen vollkommen egal zu sein. Sie wollen sich darauf beschränken, den Niedergang unseres Landes zu verwalten. Ja, teilweise hat man den Eindruck, ihn sogar zu befeuern. Aber das wird wohl Ihrem Wertekanon entsprechen. Steuern zahlen. Sie werden nach Strich und Faden ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Schreien Sie nur, ich weiß, getroffene Hunde bellen. Den Generationen. Hören Sie einfach zu, dann können Sie vielleicht doch noch was lernen hier vorne. Seien Sie endlich still. In die Media. Die Antifa schreit dort, Gaspistolen an die Schläfe von Menschen zu setzen, um sie zu töten. Und mit diesen Leuten wollen Sie zusammenarbeiten. Schämen Sie sich. Da gibt es überhaupt nichts klarzustellen. Das müssen Sie sich gefallen lassen. Das ist furchtbar. Und letztlich bedeutet das nichts anderes. Die Koalition plant, die Kontrolle des deutschen Haushaltes nach Brüssel zu übertragen. Das Königsrecht eines jeden Parlaments, die Budgethoheit, wird von der Union und von der SPD bereitwillig aufgegeben. Und das werden wir als AfD-Fraktion nicht widerspruchslos passieren lassen. Darauf können Sie sich verlassen. Was meint er denn damit? Uns niederzuschlagen, wie dem Bundestagsabgeordneten Uwe Kammern jetzt gerade am Infostand? Wollen Sie uns verprügeln? Was wollen Sie denn machen? Sie haben schon lange den demokratischen Korridor verlassen, auch die SPD. Denn Deutschland ist schon lange ein grenzenloses Einwanderungsland für Unqualifizierte und ein Auswanderungsland für Hochqualifizierte geworden. Und was tun Sie dagegen? Wer soll in Zukunft für die Renten aufkommen? Wer zahlt denn Ihre stattlichen Pensionen? Auch Ihre, Herr Rohfalter, die Schreihals. Ja? Ihre eingewanderten Goldstücke etwa, das glauben Sie doch wohl nicht im Ernst. Hier nämlich keine Kinderkrankheit, die es zu kurieren gilt. Herr Hofreiter, regen Sie sich doch nicht so auf. Ich verstehe gar nicht, warum Sie da immer so fast vom Stuhl runterfallen. So unglaublich. Am allerwenigsten, nein, nicht noch mal, da aus der Ecke. Am allerwenigsten, Sie kommen gleich noch dran, ja. Und vielleicht erzählt uns ja Ihr neu gegründeter Parlamentskreis Pferd, das ist ja unglaublich, ich habe es ja nicht geglaubt, als ich das gehört habe, Ihr Parlamentskreis Pferd, welche Fortbewegungsmittel wir künftig überhaupt noch nützen dürfen, wenn Deutschland erfolgreich zum klimaneutralen Agrarland heruntergewirtschaftet wurde. Niemand in Europa oder anderswo auf der Welt denkt ernsthaft daran, die deutsche Energiewende zu kopieren. Wir sind der einzige Hippie-Staat, und das muss man hier ganz klar so sagen, der einzige Hippie-Staat, der diese durchgeknallten Ideen ernsthaft umsetzen möchte, koste was es wolle, whatever it takes, wie Draghi zu sagen pflegt. Falls Sie in einem Land leben, in dem Sie für das Fischen ohne Anglerschein bestraft werden, jedoch nicht für den illegalen Grenzübertritt ohne gültigen Reisepass, dann haben Sie das volle Recht zu sagen, dieses Land wird von Idioten regiert.